Hallo Freunde, ich grüße euch. Hier ist wieder euer Jörg und ich möchte euch heute in diesem Video kurze Details zu starren Herzstücken erzählen. Man muss jetzt sagen, eine Weiche braucht grundsätzlich erstmal ein Herzstück, damit eine Weiche einem Zug auch ermöglichen kann, ins andere Gleis überzufahren. Denn es entscheidet sich am Herzstück, ob der Zug in diese Richtung fährt oder in diese Richtung. Denn das Herzstück ist der freie Durchgang zu beiden Gleisen. So, wann brauche ich denn ein starres Herzstück? Grundsätzlich bauen wir in allen Regelweichen starre Herzstücke ein. Nur bei Ausnahmen gibt es sogar bewegliche Herzstückspitzen, die mit einem extra Antrieb gesteuert werden. Und das machen wir aber in der Regel nur auf ICE-Strecken, auf Schnellfahrstrecken, aus Komfortgründen und natürlich, wenn wir sehr, sehr schnell fahren möchten. Also kann man sagen, dass man dieses starre Herzstück bis zu einer Geschwindigkeit von 230 km/h betreiben kann, im geraden Strang natürlich. Im abzweigenden Strang haben wir hier eine Geschwindigkeit vom Gleisradius abhängig. Das heißt, hier in der 190er Weiche wären es nur 40 km/h. So, was hört denn alles zum starren Herzstück? Ich gehe mal ein Stück zurück hier und dann zeige ich euch mal hier, das ist quasi das starre Herzstück. Es beginnt und endet jeweils da vorne an der Schweißung und hier hinten an der Schweißung. Das heißt, die Schweißung begrenzt den Bereich. Wir haben hier die Herzstückspitze und hier haben wir links und rechts davon die Flügelschienen. Die Flügelschienen sind dafür da, um den Zug an der Herzstückspitze ranzuführen und vorbeizuführen. Hier in dem Bereich haben wir dann den Radlenker. Der ist dafür da, um bei starren Herzstückspitzen, und die gibt es auch nur bei starren Herzstückspitzen, bei beweglichen Herzstückspitzen gibt es den Radlenker nicht. Und der Radlenker ist dafür da, dass der Radkranz, wenn er dann im führungslosen Joch ist oder in der führungslosen Stelle, in der richtigen Spur gehalten wird. Radlenker ist ein entscheidendes Bauteil und befindet sich dann hier direkt neben der Fahrschiene. Das heißt, welche Bauteile haben wir an einem Herzstück? Wir haben erstmal die Fahrschiene, den Radlenker, die Flügelschiene und die Herzstückspitze. Alles natürlich befestigt auf der Schwelle. Hier eine Weichenschwelle aus Beton. Es könnte natürlich auch genauso eine Holzschwelle sein, eine Stahlschwelle oder eine neuartigere Fiberglas-Plastikschwelle. Da sind wir jetzt neue Wege am Gehen in Deutschland. Und ich denke, wenn du das alles schon mal weißt, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bei Fragen einfach unten in die Kommentare rein. Das war's, euer Jörg.